Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um das Thema Balayage, beziehungsweise genauer gesagt Face Framing, Contouring, Lucky Piece oder auch Money Piece genannt. All das gleich nach dem Intro. Lucky Piece, Money Piece, Contouring oder Face Framing, das sind so die meisten Begriffe, die in den letzten paar Wochen immer wieder im Internet herrschen. Persönlich ist das für mich schon eine Technik, die ich schon seit Jahren mache und ich liebe diese Technik, weil die einfach sehr einfach und schnell umzusetzen ist in jedem Salon. Dafür muss ich nicht groß viele Vorkenntnisse haben, denn das Einzige, was ich wissen muss, ist Haarstruktur. Macht die Haarstruktur das Ganze mit? Kann ich das Ziel erreichen, was ich auch möchte? Wie muss meine Konsistenz des Farbproduktes sein? Nehme ich eine Farbe, nehme ich eine Tönung oder nehme ich vielleicht ein Blondierprodukt, was verschiedene Konsistenzen aufweisen kann? Welche Abteilungen, Sektionen benutze ich, um die richtigen Winkel zu treffen, wo ich vom Prinzip mit meinem Face Framing starte? Nehme ich Pinsel, nehme ich Schwämme, mache ich alles frei Hand? Einwirkzeiten natürlich auch immer wieder ein Riesenthema. Wie lange muss ich dafür beanschlagen, damit das Produkt auch wirklich die Leistungsfähigkeit erschaffen kann? Richtige Oxidantwahl. Nachbehandlung, Neutralisation. All diese Themen werden wir im Laufe des Videos besprechen. Und jetzt gehen wir erstmal rüber zum Puppenkopf und zeigen euch, wie die ganze Technik funktioniert. So, wie ihr jetzt an dem Puppenkopf sehen könnt, die Haare wurden geglättet. Weil Glätten ist für mich in so einem Fall wirklich extrem wichtig, damit ich einfach gute Kontrolle über die Haare habe und optimal dann wirklich mit dem Pinsel arbeiten kann und damit einfach das Produkt gut aufgelegt werden kann. So, an der Stelle können wir jetzt ganz gut sehen, wie ich mit dem Pinsel arbeite. Also ich lege den Pinsel flach auf das Passé oder auf die Sektion, damit ich einfach verhindern kann, dass ich mit dem Pinsel durch die Oberfläche der Haare durchdringe, denn dadurch können dann sehr schnell Flecken entstehen. Und von der Farbauflegung beginne ich natürlich in der Mitte und arbeite mich, wie ihr jetzt gut sehen könnt, auch jetzt im vorderen Konturenbereich bis nach oben hin. Und so wird das die ganze Zeit gearbeitet. Kann man jetzt an der Stelle ganz gut sehen, wie ich hier wirklich vorsichtig bis nach oben ranarbeite, weil es eine sehr wichtige Stelle ist, weil wenn ich dort jetzt halt zu extrem mit dem Pinsel an der Kontur arbeite und mir vielleicht zu viel Produkt durch die Oberfläche durchdringt, dann wird es dort an der Stelle sehr schnell fleckig. Ja, wichtig ist wirklich vorsichtig ranarbeiten und das Produkt ordentlich verteilen. So, in der zweiten Sektion habt ihr vielleicht gut erkennen können, das ist eine diagonale Sektion. Das ist leicht versetzt. Wie man sehen kann, kann man jetzt dann oben auch diese leichte Überlappung erkennen. Und da geht das gleiche Spiel wieder genauso los. Wir fangen in der Mitte an, das Produkt aufzutragen und arbeiten uns dann halt vorsichtig wirklich bis nach oben in die Kontur. Wichtig ist wirklich dieses langsam nach oben einarbeiten, dass wir da wirklich das Produkt gleichmäßig und sauber verteilen können. Von vorne natürlich das Stück nicht vergessen, weil da wollen wir auch natürlich, dass Farbe ist. Und falls dann doch irgendwo mein Haar ist, wie gerade eben, dann das einfach beiseite nehmen und wirklich vorsichtig und ganz, ganz sanft mit dem Pinsel im oberen Bereich arbeiten. So, hier sind wir jetzt wirklich am wichtigsten Teilstück angelangt, weil das ist genau das Teilstück, was wirklich bis nach vorne in die Kontur kommt. Ja, der Scheitel ist direkt in der Mitte gewählt. Das bedeutet auch, die Kundin muss natürlich dann auch schauen, dass sie den Scheitel auch wirklich dann auch in der Mitte trägt. Ganz besonders, wenn wir das so mit dem Contouring vom Prinzip arbeiten, wie wir das jetzt hier in dem Beispiel geben. Und da würde ich mir das Ganze einfach nochmal unterteilen, weil es mir jetzt ein bisschen zu viel ist. Und somit kann ich mir das gut unterteilen. Ihr seht das jetzt. Und ich habe jetzt vom Prinzip von dem vorderen Teilstück bin ich etwas weiter nach innen gelaufen, damit ich vom Prinzip so diesen leichten Versatz habe und ich dann nicht gleich da nahtlos beginne, sondern damit ich halt wirklich in dem Bereich einfach einen leichten Versatz habe und wirklich einen schönen weichen Verlauf einfach dann noch erzielen kann. Wenn man hier gut sehen kann, den Winkel von der Sektion, der ist jetzt etwas anders. Ich halte das Passé etwas mehr nach oben, damit ich auch wirklich eine gute Verteilung des Produkts garantieren kann.
wieder sehr vorsichtig, weil das ist natürlich der Bereich, wo wir wirklich wieder aufpassen müssen. Jetzt habe ich mal den Pinsel gewechselt, weil ich jetzt wirklich in Bereichen bin, wo ich sehr präzise arbeiten will. Und da ist mir der große Pinsel einfach etwas zu riesig. Und jetzt kann ich wieder wechseln, weil jetzt bin ich in dem delikaten Bereich etwas weggekommen, um wieder mehr Fläche zu schaffen. Weil mit einem größeren Pinsel habe ich einfach die Möglichkeit, wirklich schnell und einfach viel Produkt auf eine große Fläche aufzutragen. Und auch hier gilt wieder das genau das gleiche wie bei allen anderen Sektionen auch. Wir fangen in der Mitte an, arbeiten uns das Produkt langsam nach oben bis zum Ansatzbereich, immer schön vorsichtig. Und so tun wir das mit der ganzen Sektion machen. So, wichtig ist natürlich auch bei den freien Techniken ist natürlich immer zu beachten. Die Haarstruktur müssen wir beachten, die Konsistenz, wie ich es vorhin schon erwähnt hatte, bei Skylet ist 1:1:1,5. Und das muss man auch immer beachten, welche Konsistenz man einfach hat und auch Mischungsverhältnisse. Dann das Verblenden von Farbübergängen, zum Beispiel das, was ich jetzt hier mit dem Pinsel mache, ist halt auch ein wichtiger Punkt, dass man halt nicht keine harten Ecken oder starke Kanten hat, da wo ich die Farbe auflege, sondern dass ich das wirklich versuche, weich zu verblenden. Zum Verblenden kann ich das einerseits natürlich mit dem Pinsel machen oder ich könnte dazu auch einen Schwamm benutzen, wenn ich das möchte. Oder natürlich kann ich es auch mit den ganzen Händen verarbeiten, das ist auch gar kein Problem. Die Einwirkzeit ist natürlich bei sowas immer ausschlaggebend dafür, wie viel Helligkeit ich wirklich am Ende des Tages erzielen kann. Und wichtig dabei ist natürlich auch dann immer zu beachten, sind die Haare denn jetzt schon dunkler gefärbt oder ist es ein Naturhaar? Und das müssen wir natürlich alles mit beachten, wenn wir dann natürlich auch um Einwirkzeiten und dazu natürlich auch noch mit der Stärke des Oxidanten arbeiten. Im Nachgang ist natürlich immer eine Farbnachbehandlung wichtig. Das Ganze beinhaltet oftmals dann erstmal das chemische Neutralisieren, bedeutet, dass wir im Shampoo und im Conditioner arbeiten, eventuell auch je nach Pflegebedarf des Haares auch vielleicht noch ein Treatment benutzen. Und dann kommen wir eigentlich in den nächsten Punkt, wo wir dann um die farbliche Neutralisierung sprechen. Und zwar, um halt irgendwie unschöne goldene Nuancen oder gelbe Nuancen zu reduzieren oder das Ganze natürlich zu verstärken, wo wir einfach einen wärmeren Ton kreieren möchten. Und das sind natürlich alle so kleine Punkte, die wir natürlich immer beachten müssen, gerade wenn es um Freihandtechnik geht oder auch Balayage-Painting-Techniken. Das können wir dann immer alles mit beeinflussen und auch positiv für uns nutzbar machen, je nachdem, was wir wollen. So, da habt ihr gerade eben schon wieder gesehen, da habe ich den kleinen Pinsel genommen am Anfang und jetzt nehme ich wieder den größeren Pinsel, um einfach die Fläche halt zu schaffen. Thank you.
Vielleicht habt ihr das schon gesehen. In dem Bereich ist es wichtig, dass man immer ein kleines bisschen mehr Platz lässt zum Ansatz. Bedeutet, wir haben natürlich im vorderen Bereich sehr viel Produkt und auch eine gute Sättigung. Und je weiter wir aber am Kopf vom Prinzip da jetzt nach hinten kommen, desto mehr Platz lassen wir zum Ansatz. Dass wir einfach wirklich einen ganz leichten oder einen farbauslaufenden Bereich haben, wo wir wirklich eine sehr, sehr sanfte Verblendung vom Prinzip erzielen können, vom Ansatzbereich zu den Längen und Spitzen. Und ganz besonders, weil hier geht es ja um das Contouring, beziehungsweise Face Framing. Und da ist halt echt extrem wichtig, dass man wirklich schaut, wie man halt wirklich einen sanften, weichen Verlauf vom Prinzip erzielen kann. Und das ist meine Art und Weise, wie ich das mache. Das hier ist also auch meine allerletzte Sektion, die ich vom Prinzip in dem Bereich jetzt bearbeite. Da kann man jetzt ganz gut sehen im Vergleich zu den anderen Passés, die ich vorher eingefärbt habe, da ist jetzt auch etwas weniger Produkt drauf, damit wir einfach wirklich einen sanften Verlauf vom Prinzip der Farbe erzielen können. So, in dem Bereich kann man jetzt ganz gut sehen, wie von vorne das Ganze angefangen hat und nach hinten geht. Und ihr seht, wie so ein leicht gekippter Winkel. Ganz vorne die allererste Sektion, da sitzt es direkt relativ nah am Ansatz und die nächste Sektion wieder etwas weiter Platz vom Ansatz und die übernächste noch mehr Platz vom Ansatz hinweg. Und ihr könnt auch die schöne Unterteilung sehen, wenn ihr von vorne raufschaut. Hier kann man das Ganze gut nochmal von oben sehen, wie auch diese Bereiche wirklich immer vertikal bzw. horizontal, diagonal bis nach hinten verlaufen. Das Face Framing hat jetzt circa eine halbe Stunde gedauert, das Ganze zu erarbeiten. Und das ist natürlich ideal. Es ist eine schnelle und einfache Technik, die wirklich einen coolen Effekt erzielen kann. Die Einwirkzeit, die ich insgesamt gewählt habe, lag jetzt hier bei 50 Minuten. Das ist auch das, was immer empfohlen wird für Skylight. Und in den meisten Fällen ist Skylight auch in dem Fall auch komplett durchgetrocknet und hat seine maximale Leistungsfähigkeit erzielt. Wie ihr jetzt hier schon im Hintergrund sehen könnt, passiert nämlich genau das, was ich vorhin schon gesagt hatte. Im ersten Moment, wenn man sieht, wenn die Farbe aufgetragen worden ist, denkt man sich, boah, da wird richtig megamäßig viel Helligkeit entstehen. Aber hier könnt ihr jetzt richtig gut sehen, wie weich und sanft und natürlich das Ganze stattfindet. Das Einzige, was ich gemacht habe, ich habe das Skylight ausgespült, Color Protect Post Color Shampoo, Color Protect Conditioner draufgegeben, habe das Ganze dann ganz regulär einfach nur trocken geföhnt und bin dann nochmal kurz mit dem Glätteisen drüber gegangen, um euch einfach zu zeigen, wie schön gleichmäßig das Ganze ist. Und in dem Zustand kann man natürlich am wenigsten sehen. Jetzt machen wir Folgendes. Ich kämme jetzt hier einfach mal durch. Dann werdet ihr sehen, was passiert. Dann kann man nämlich auch gut den Unterschied erkennen. Wie auch hier teilweise die einzelnen Partien, wo der Ansatz natürlich noch dunkel ist und wo wir hier die Verbindung haben zum Ansatzbereich. Das ist natürlich genau das, was ich bei sowas immer versuche zu machen, weil wenn die Kundin natürlich die Haare hinters Ohr macht oder auch wenn sie die Haare zusammen macht, dass halt ganz genau in dem Bereich die ganze Farbe um die ganze Sektion herum geht. Ich drehe mal den Kopf noch ein bisschen weiter für euch, dass man das hier wirklich schön benutzen kann. Und deswegen ist halt auch so ein Face Framing ideal für solche Sachen, wo auch gerne mal ein Zopf gemacht wird, weil wir halt wirklich mit diesem Face Framing den ganzen Bereich hier nutzen können, um wirklich über die ganze Bereichpalette oder auf den ganzen Themenbereich, den wir hier abdecken können, wirklich ein Farbspiel erzielen können. Des Weiteren ist natürlich auch wichtig jetzt zu zeigen, Flecken. Flecken ist immer ein Riesenthema und Flecken entstehen meistens immer dann, wenn wir zu aggressiv mit dem Produkt herangehen. Und hier kann man das sehr schön sehen, wie gleichmäßig das Ganze, der ganze Farbverlauf ist. Ihr seht hier im ganz vorderen Bereich, da haben wir am meisten natürlich aufgetragen, deswegen kann man es am meisten sehen. Mal gucken, ob wir das noch ein bisschen besser drehen können. Jetzt kann man es sehr gut sehen, richtig. Und hier kann man genau das sehen. Deswegen ist es auch so wichtig, dass wenn wir das im vorderen Bereich machen, dass wir es nicht von oben nur drauflegen, sondern auch, dass wir natürlich auch von vorne an die Sektion malen, wo wir das Ganze auch natürlich sehen wollen. Und dementsprechend kann man das auch hier in dem Bereich jetzt hier richtig, richtig gut sehen, wie schön klar und hell das ist.
Wie ihr gerade gesehen habt, kommt das Ergebnis in einem glatten Haar immer etwas weniger zum Vorschein, weil natürlich die Tiefenwirkung fehlt. Und um das Ganze einfach noch viel, viel besser in Szene zu setzen, machen wir jetzt noch ein paar Locken, weil durch Locken entsteht viel mehr Tiefenwirkung, die Dimensionen entstehen viel besser und wir können über das Face Framing viel, viel besser erkennen und schöner in Szene setzen. Das war mein kleiner Ausflug in den Bereich von Face Framing oder auch Lucky Piece oder Money Piece genannt. Wichtig ist natürlich, wie gesagt, passt auf, wo ihr die Farbe hinsetzt. Wichtig ist immer, beginnt in der Mitte und arbeitet euch langsam zum Ansatz, wohin möchtet. Sorgt dafür, dass genügend Produkt auf dem Haar ist, damit genügend Helligkeit entstehen kann. Ich wünsche euch eine schöne, geile Zeit mit den Techniken. Viel Spaß damit und bis bald, euer Chris Vegas.